Die mitgelieferten Vitality Health Check Komponenten, die Sie für eine quantitative Vitamin D-Messung benötigen. VHC-Reader, 3 Knopfzellen, Adapter, VHC-Vitamin-D-Testkassetten, Unisampler, Probenpuffer, RFID-Karte. Sie benötigen zusätzlich eine Sicherheitslanzette, Desinfektionsmittel, Tupfer und bei Bedarf einen Timer. Zur ersten Inbetriebnahme des VHC-Readers legen Sie bitte die 3 mitgelieferten Knopfzellen in das Messgerät ein. Sie können den VHC-Reader mit dem optional erhältlichen Data-Reader mittels USB mit Ihrem PC verbinden, um Daten zu speichern und das Gerät zu bedienen. Das Data-Reader-Kabel ermöglicht auch die Stromversorgung über USB ohne Batteriewechsel. Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn Sie oft den integrierten Timer des VHC-Readers nutzen. Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Batteriewechsel überprüfen Sie bitte die Zeiteinstellung, indem Sie den VHC-Reader per Knopfdruck einschalten und, sobald On im Display erscheint, anschließend 2-mal in kurzer Abfolge den Bedienknopf drücken. Nun wird das aktuell gespeicherte Datum in der Abfolge Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute angezeigt. Die korrekte Datumseinstellung ist wichtig, um das Verfallsdatum jedes Tests zu prüfen. Mit einem langen Druck auf den Bedienknopf können Sie diese Einstellung ändern. Die Jahreszahl am Display blinkt. Ein kurzer Knopfdruck erhöht die Zahl. Mit einem langen Knopfdruck bestätigen Sie die eingestellte Angabe und das Datum erscheint. Ändern Sie Monat und Tag nach dem gleichen Prinzip. Kurz drücken für eine Änderung, lang zur Bestätigung. Ebenso bei der Uhrzeit. Wenn im Display des VHC-Readers das Batteriewarnsymbol erscheint, wechseln Sie bitte die 3 Knopfzellen vor der nächsten Messung aus. Oder versorgen Sie den VHC-Reader alternativ über das optionale Data-Reader-USB-Adapterkabel mit Strom. Wenn Sie den VHC-Reader häufig im Timer-Modus betreiben, kann es gegebenenfalls vorkommen, dass Sie die Batteriewarnung während des Countdowns nicht bemerken, da Sie erst zur Ablesung wieder am Gerät sind. Wenn Sie den VHC-Reader häufig im Timer-Modus betreiben, empfiehlt sich daher die Stromversorgung über das Data-Reader-Kabel. Nun sind Sie bereit für den Test. Stellen Sie sicher, dass Ihre Testperson gründlich gereinigte und getrocknete Hände hat. Entnehmen Sie dann eine Testkassette aus dem versiegelten Folienbeutel und legen Sie diese auf eine stabile Oberfläche. Prüfen Sie nach dem Öffnen der Probenpufferflasche, dass der Auslass blasenfrei ist und geben Sie exakt 5 Tropfen Probenpuffer in einen Probenmischer des Unisamplers. Reinigen Sie den angewärmten Finger Ihrer Testperson mit einem Desinfektionsmittel und beachten Sie die Einwirkzeit. Ihre Testperson sollte stehen und die Hand hängen lassen, damit der Blutfluss im Finger optimal ist. Stechen Sie mit der Sicherheitslanzette seitlich in die Fingerbeere der Testperson und warten Sie, bis sich ein kleiner Blutstropfen bildet. Den ersten Tropfen Blut mit einem Tupfer entfernen. Warten Sie, bis der zweite Tropfen eine Größe von etwa 2 bis 3 mm hat, damit sich die Kapillare in einem Zug füllen lässt. Gegebenenfalls leicht drücken, aber den Finger nicht quetschen oder melken, damit keine Gewebsflüssigkeit austritt und die Probe verdünnt. Setzen Sie die Kapillare des Unisamples leicht schräg an den Blutstropfen, sodass sie sich in einem Zug vollsaugt. Kontrollieren Sie auf vollständige und blasenfreie Füllung der Kapillare, damit die Probenmenge exakt stimmt. Stellen Sie nun die vollständig gefüllte Kapillare auf den vorbereiteten Probenmischer. Stellen Sie sicher, dass der Unisampler fest verschlossen ist. Damit sich die Kapillare entleert, müssen Sie durch schwungvolle Halbkreisbewegungen eine Zentrifugalkraft erzeugen, welche die Probe direkt in den Probenpuffer drückt und anschließend gut vermischt. Einfaches Schütteln des Unisamples führt nicht zu einem Austrag des Blutes aus der Kapillare. Durch die Schwungbewegung wird eine zum Boden des Unisamplers gerichtete Fliehkraft erzeugt, die die Probe aus der Kapillare zieht und direkt in den Puffer entleert. Kontrollieren Sie das Ergebnis. Gleichmäßig gemischt, wiederholen Sie das Mischen und kontrollieren Sie stets das Ergebnis. Die Fliehkräfte müssen die Probe aus der Kapillare in den Probenpuffer ziehen, bevor sie wieder Flüssigkeit aufnehmen kann. Nach vollständiger Mischung erscheint die Kapillare im Durchlicht deutlich schwächer gefärbt, als der Premix am Boden des Unisamplers vereint ist.
Wenn Probe und Probenpuffer gleichmäßig gemischt sind, darauf achten, dass die Flüssigkeit in einem Tropfen am Boden des Unisamplers vereint ist. Nehmen Sie die Kappe von Verschluss des Unisamplers und prüfen Sie den Probenauslass auf Blasenfreiheit. Geben Sie 3 volle Tropfen auf den mit S gekennzeichneten Einlass der Testkassette. Achten Sie auf ausreichend Abstand zur Oberfläche, damit der Tropfen nicht vorzeitig abreißt. Die 15-minütige Reaktionszeit bis zur Auslesung beginnt unmittelbar nach dem Auftropfen der Probe. Für die Messung gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, Messung der Reaktionszeit mit eigenem Timer und anschließende Auslesung im Sofortmodus des VHC-Readers. Zweitens, Nutzung des Timer-Modus des VHC-Readers mit automatischer Messung am Ende der 15 Minuten. Für Variante 1, eigener Timer und Sofortmodus des VHC-Readers, stellen Sie Ihren Timer auf 15 Minuten. Für Variante 2, Timer-Modus des VHC-Readers, legen Sie den Adapter über die Testkassette und kontrollieren Sie die Ausrichtung. Stellen Sie nun den VHC-Reader in der richtigen Ausrichtung auf den Adapter und schalten ihn ein. VHC-Reader zeigt on. Um den Timer-Modus zu aktivieren, drücken und halten Sie den Bedienknopf nun so lange, bis RFID am Display erscheint. Überprüfen Sie, ob die Lotnummer der Testverpackung und die RFID-Karte übereinstimmen. Halten Sie nun die RFID-Karte auf die Oberseite des VHC-Readers, bis ein Piepton erklingt. Das Display zeigt nun Test. Drücken Sie nun noch einmal den Bedienknopf. Nun beginnt der 15-minütige Countdown am Display. Am Ende des Countdowns zeigt das Display Run und nun führt der VHC-Reader automatisch die Messung durch. In Variante 1, eigener Timer und Sofortmodus des VHC-Readers, führen Sie diese Schritte nach exakt 15 Minuten durch. Adapter auf die Testkassette legen. Reader auf den Adapter stellen. Dabei jeweils die Ausrichtung kontrollieren. Den VHC-Reader durch kurzes Drücken des Bedienknopfes einschalten. Nach dem Selbsttest erneut den Bedienknopf drücken. Das Gerät zeigt on. Für die Messung drücken Sie nun den Bedienknopf nur kurz, maximal eine Sekunde. Das Gerät zeigt RFID. Lotnummer von RFID-Karte und Testkassette auf Übereinstimmung prüfen. Legen Sie die RFID-Karte auf die Oberseite des VHC-Readers, bis ein Piepton erklingt. Das Gerät zeigt Test. Drücken Sie erneut kurz den Bedienknopf. Statt eines Timers zeigt der Reader nun Run und führt den Test sofort durch. In beiden Varianten erscheint das Ergebnis nach dem Testablauf auf dem Display. Zuerst wird der Level 1 bis 6 angezeigt. Sehen Sie hierzu die Auswertungstabelle auf Seite 1 der Gebrauchsanweisung. Anschließend erscheint der gemessene Wert in Nanogramm pro Milliliter und ebenso in Nanomol pro Liter am Display. Speichern Sie das Ergebnis mit einem langen Druck auf den Bedienknopf. Der VHC-Reader schaltet sich nach 50 Sekunden automatisch aus. Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns!